So Leute, das mal ein Test mit dieser Handykamera, und zwar der rückwärtigen Handykamera, wie sie aufnimmt, also von Qualität. Ich habe 4K ausgewählt und vor allem, wie der Ton ist, dass ich mal, wenn ich zum Beispiel die Kamera vergessen habe oder irgendwas Interessantes passiert, ich vielleicht ein Video aufnehmen kann und ins Hauptvideo reinschneiden kann. Natürlich denke ich mal, wird die Sony-Kamera, also meine Hauptkamera, eine bessere Bildqualität haben. Ton sowieso wegen dem Rode-Mikro. Aber vielleicht auch nicht, da werden wir jetzt sehen. Das ist ein kleiner Test hier. Ich habe auch kein Display und sehe nicht, ob ich mich filme oder irgendwas anders. Gucken wir mal, ob es klappt. Ja, kann nicht ganz interessant sein. Im letzten, oder Video, was ja demnächst sehen wird, von Marcel, habe ich ja auch Videoausschnitte reingeschnitten, die Marc aufgenommen hat. Leider wurden mir die per WhatsApp geschickt, deswegen sind die ziemlich stark runtergerendert und pitzelig. Eigentlich hat das iPhone, das hat der iPhone 8, eine bessere Qualität, das ist das Problem. Ja, worum geht's? Also morgen kommt der zweite Teil, Redit-Teil heraus. Fahrwerk hinten machen wir, und ich wollte jetzt nochmal zum Verständnis was erzählen, bevor die Leute jetzt schreiben, das ist mir jetzt hier aufgefallen. Und zwar, der Signum hing hinten immer extrem runter. Wir haben uns schon immer gefragt, warum ist das so? Ich habe eigentlich gedacht, weil die Radläufe hinten tiefer sind. Das ist ja so die optische Variante von Opel, war ja damals auch beim Astra G. Radläufe hinten tiefer als vorne, was natürlich ein bisschen schwieriger macht, ein Fahrwerk einzubauen. Ein Keilfahrwerk müsste mindestens sein, ein normales Statikfahrwerk 40-40 sieht doof aus, weil das dann wie Hängearsch aussieht. Wir gingen immer davon aus, der hängt hinten so ein bisschen runter wegen den Radläufen. Vielleicht, weil die Federn ein bisschen alt sind. Ja, jetzt habe ich die Redit-Federn eingebaut und der Wagen steht hinten wie auch vorne, aber er sagt hinten, um einiges höher. Und der Wagen hat jetzt eine kleine Keilform, wie es auch, ich habe mir Bilder im Internet angeguckt von Original-Signums, wie es auch sein sollte. Irgendwas hat der Vorbesitzer gemacht. Ich glaube, alle Federn waren mal gebrochen, weil vorne waren ja neue drin, wie ihr gesehen habt im ersten Teil, wurden neue verbaut. Und entweder hat er hinten Sport, also vom Sportfahrwerk die Federn verbaut, die tiefer waren, oder irgendwie andere Federn. Weiß ich nicht, ob vom CC, die vielleicht anders sind und nicht so große Atlas hin. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Auf jeden Fall hing er richtig hinten drunter. Hinten richtig runter. Und es waren auch die Anschlagpuffer falsch schon verbaut. Irgendwas haben die da rumgefummelt. Also bitte nicht wundern, dass die Puffer jetzt oben sind statt unten. Das wollte ich nämlich nochmal anmerken, bevor die Leute reinschalten. Mit so falsch zusammengebaut. Nein, so ist es richtig. Die Puffer gehören eigentlich nach oben. Wobei es eigentlich egal ist, ob die nach oben und unten kommen. Aber original gehören die eigentlich nach oben. Also wundert euch nicht. Ich bin jetzt schon eine Weile mit dem Wagen gefahren. Auch mal Vollgas auf der Autobahn. Und man kann sagen, was man will. Natürlich, vielleicht waren die Dämpfer wie auch Federn total ausgelutscht. Vor allem, wenn die Federn hinten falsch waren. Erklärt das vielleicht das schwammige Fahrverhalten. Auf jeden Fall, das Auto fährt richtig genial, also richtig schön straff. Das Poltern fordert sich auch weg, aber das münzt sich eher den Domlagern zu, nicht den Stoßdämpfern oder Federn. Das lag eher am Domlager, an den Domlagern. Oder vielleicht auch eine Koppelstange, die ja total im Arsch war. Und dazu kommt noch ein extra Video zum Thema Koppelstangen. Ich glaube, jetzt habe ich nochmal eine Brust gefilmt. Mal gucken, wie das wird. Also Verzeihung, wenn ihr mein Gesicht nicht jetzt gesehen habt vielleicht. Das Poltern fordert es weg und das Auto ist super straff, direkt in Kurven, fährt sich super. Wie gesagt, man hat nicht das Gefühl, dass die Dämpfer oder die Federn überlastet sind mit dem Gewicht vom Signum Vectra. Die haben ja eine starke Vorderarztlast, vor allem die Diesel und die V6. Aber man merkt nicht, dass irgendwas überlastet ist oder nicht mitmacht. Also es fährt sich richtig genial. Ich muss wirklich sagen, bis jetzt nach knapp eine Woche, super Fahrverhalten, wie gesagt, Auto steht jetzt endlich vernünftig von der Höhe, nicht mehr so komisch. Sieht natürlich scheiße aus. Also kein Tieferlegungsfahrwerk sieht immer nicht so geil aus, aber super geil. Also ich kann da bis jetzt nichts Negatives sagen, da kann man sagen, was man will. Es ist schon ganz interessant, wie solche Teile auch funktionieren können. Es ist natürlich jetzt die Sache der Langlebigkeit. Mir nützt nichts, wenn das jetzt genial ist und ich sag mal so in ein Jahr, 9 Monate oder einem halben Jahr vielleicht ein Dämpfer leck schlägt und eine Feder bricht. Bringt mir das ja auch nichts, dass das jetzt so genial ist. Und das werden wir auch feststellen. Ich werde regelmäßig ein Update machen.
Ich plane nach jetzt einem Monat ein Update und dann nach 3 Monaten und dann also jedes Quartal mal so ein Update, alle 3 Monate dann. Und heb das Auto mal an und mach Videoaufnahmen. So ist mein Plan. Aber nur zum Verständnis zum morgigen Video, warum A, die Puffer andersrum sind und B, wenn ihr das überhaupt mitkriegt, B, vielleicht das Auto hinten anders steht. Aber ich glaube, das habe ich gar nicht richtig gefilmt. Ich werde aber zu der Thematik, auch wie das Auto hinten steht, nochmal in dem Video was sagen, was ich jetzt machen will nach einem Monat. Also das wäre Ende April so. Werde ich noch was sagen und dann auch mal Videoschnipsel reinschneiden, wie es vorher aussah. Ihr könnt euch auch mal das Video angucken hier, Alufelgen für ein Signum, da sieht man das auch ganz schön. So, das war's. Ich hoffe mal, die Aufnahme ist in Ordnung. Das werde ich jetzt nachher feststellen, wenn ich schneide am Computer. Das ist mal ein guter Test hier mit der Kamera. Ich habe mir übrigens eine Handyhalterung jetzt bestellt, die sollte nächste Tage kommen. Die kann ich auch mal ein Stativ draufschrauben. Ich wollte mir noch ein Stativ kaufen, aber du kriegst kein Stativ mehr. Also Amazon selbst hat früheste Lieferung 20. April für Stative. Keine Ahnung warum. Vielleicht weil sie so groß sind, dann können sie die nicht liefern. Und ich habe mir jetzt gesagt, ich habe noch so ein Mini-Stativ, da muss ich dann mal ausreichen. Wenn ich zum Beispiel aus der Halle streamen will, muss ich mal ein bisschen ausprobieren, was ich da mache. Aber nur zur Info. Ja, jo. Ciao, ich hoffe, das ist was geworden. Ja.